Herzlich willkommen bei QSO4U Tech. In einem weiteren Video hier von der CeBIT 2015 zeigen wir euch zusammen mit Kerstin Rachfahl von Rachfahl IT, warum Office 365 sicher sein kann und warum es sicher ist. Viele Unternehmen haben damit noch ein bisschen Probleme, in die Cloud zu gehen, aber es wird immer mehr Cloud Computing einfach geben müssen. Und sie erklärt euch in ihrer persönlichen Top-10-Liste, warum sie Office 365 empfehlen kann. Viel Spaß beim Beitrag und nicht vergessen, wenn euch der Beitrag gefällt, lasst einen Daumen nach oben unter dem Video. Willkommen zu einem ganz spannenden Vortrag jetzt, nämlich Office 365, die Top 10, und zwar meine Top 10 für mehr Sicherheit. Und wer jetzt denkt, Cloud, Sicherheit, ein Widerspruch an sich, der ist nicht alleine auf dieser Welt, sondern gerade in Deutschland in guter Gesellschaft. Wenn ich Sie heute mit meinen Top 10 ein bisschen ins Schwanken bekomme, dann freue ich mich, zumindest mal Sie zum Nachdenken zu bekommen. Und warum stehe ich hier auf der Bühne? Was macht mich aus, dass ich darüber reden kann? Mein Name ist Kerstin Rachfahl. Ich bin MVP für Office 356 seit dem Jahr 2012. Ich podcaste. Sie finden mich auf Twitter unter himmlische IT und das ist auch mein Hauptblog, nämlich himmlische IT, wo Sie dann Informationen und alle Themen rund um Office 365 finden. Und jetzt machen wir einen kleinen Schritt auf eine andere Seite, weil neben der IT als meine Leidenschaft habe ich noch eine zweite Leidenschaft und das ist diejenige, die mich heute prädestiniert, über Security zu reden. Ich schreibe nämlich Romane. Und Sie finden mich, da habe ich einen Podcast hochgeflüstert. Sie finden mich dort unter Twitter unter itsmekerstin. Und ich habe einen Blog mit E-Books und Büchern. Das ist übrigens auch eine Sache, die auf Office 365 läuft. Und mein neues Buch, was jetzt rauskommen wird, heißt Im Netz der NSA. Und wird dieses spannende Thema aufarbeiten einer IT-Sicherheitsexpertin, die in den Fokus der NSA gerät. Und da habe ich spannende Themen gefunden, habe mich mit der Cloud-Thematik beschäftigt und eben viele interessante Sachen rausgefunden. Bevor wir aber jetzt in die einzelnen Features reingehen, möchte ich Ihnen erstmal einen Überblick geben, wie ist denn der Microsoft-Sicherheitsansatz? Und das erste ist natürlich das Verhindern von Einbrüchen. Dieses Verhindern von Einbrüchen bekommt man, indem man eine gute Infrastruktur, eine gute Hardware-Infrastruktur hinstellt, indem man einen sicheren Code programmiert und indem man natürlich die Daten schützt über Virus-Wall oder eben eine entsprechende demilitarisierte Zone, DMZ, und solche Sicherheitsvorkehrungen nimmt. Das heißt, das ist der eine Ansatz. Aber der andere Ansatz ist viel interessanter. Denn hier geht es darum, dass man annimmt, dass Einbrüche passieren. Nichts ist so perfekt, als dass man nicht auch irgendwann mal einbrechen kann. Und der Ansatz ist ein ganz spannender Ansatz, denn da geht es um folgende Thematik. Da geht es darum, eine Struktur aufzubauen, dass wenn einer in meine Daten einbricht, wenn einer meine Passwörter erhält oder einen Zugang bekommt, dass er dann isoliert wird, dass er nicht das gesamte System übernehmen kann, sondern nur einen Teil des Systems übernehmen kann. Und der nächste Punkt ist natürlich, diesen Angreifer zu entdecken. Das macht man über Monitoring, das ist auch ganz wichtige Thema. Und dann das Schwierige, die Entfernung des Angreifers. Der letzte Punkt, den wir haben, das sind Tools, Werkzeuge für den Kunden. Was kann der Kunde machen, wie kann man dem Kunden überhaupt die Möglichkeit geben, dass er in seiner eigenen Infrastruktur für mehr Sicherheit sorgt. Und die Thematiken werden wir uns jetzt genauer anschauen und im Einzelfall ja, auch mal tiefer in die Materie hineingehen. Wir haben als erstes das Just-in-Time. Just-in-Time Admin, kurz JIT genannt. Was bedeutet das Just-in-Time Admin? Abgesehen davon, dass Sie nur Administrator werden können für Ihr Rechenzentrum von Microsoft, wenn Sie eben ein entsprechendes Profil aufweisen, Polizeizeugnis, Führungszeugnisse haben, die diesen ganzen Sachen entsprechen. Sie werden auch regelmäßig gescreent und überprüft, ob das alles auch noch so der Wahrheit entspricht. Ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass Sie erstmal, wenn Sie Administrator sind, keinerlei Rechte haben. Sie haben null Adminrechte. Man nennt das Zero Permissions. So,
Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, hey, ich muss eine Aufgabe an der Infrastruktur vornehmen, ja, um eben etwas zu administrieren, dann bekommen Sie, dann müssen Sie ein Formular ausfüllen, sagen, hey, hallo, ich möchte gerne eine Wartungsarbeit durchführen und dafür das machen. Das geht zu Ihnen in einer anderen Abteilung, diese Abteilung schaut sich das an, genehmigt diesen Prozess und dann bekommen Sie für eine bestimmte Zeit, die im Dialog stattfindet, wie viel brauchen Sie, nehmen wir mal an, für die Erwartungsarbeit brauchen Sie 2 Stunden, dann kriegen Sie für diese 2 Stunden mit diesem Administrationsaccount und mit diesem Passwort den Zugriff auf die Infrastruktur. Das wird alles wieder gelöscht, automatisch nach 2 Stunden. Das heißt, wenn Sie nicht fertig geworden sind, haben Sie Pech gehabt, dann müssen Sie einen neuen Antrag stellen. JIT hängt ganz eng zusammen mit dem nächsten Thema, nämlich JIA. Und es wird auch genannt als JIT-JIA, das ist keine Jedi-Sprache, sondern das ist die Abkürzung für Just Enough Admin. Das heißt, neben dieser zeitgesteuerten Komponente dürfen Sie auch nicht alles machen. Das heißt, wenn Sie auf ein Office 365, dann wissen Sie ja vielleicht, dass da mehrere Serversysteme hinterstecken, wie SharePoint, Exchange, Lync, Jammer, Project, was auch immer da noch alles dabei hängt. Sie bekommen nur die Administrationsrechte für den Teil, den Sie gerade machen. Also wenn Sie jetzt hingehen und SharePoint updaten, dann haben Sie auch in dem Moment, in dem Zeitraum nur die Möglichkeit, in SharePoint was zu machen und nichts anderes. Das ist auch ein Konzept, was in den Plänen, in der Subscription realisiert worden ist. Nämlich Sie haben eine rollenbasierte Zugriff, das heißt, Sie haben sehr viele Administratorenrollen, die Sie auch in Ihrem eigenen Unternehmen einsetzen können. Und die spannende Geschichte ist, wenn dieses Konzept Sie überzeugt, haben Sie die Möglichkeit, via eben auch als ein PowerShell-Skript downzuloaden und in Ihre eigene Infrastruktur einzusetzen. Also ein ganz spannendes Thema. Kommen wir zum nächsten. Was mich immer erstaunt, was wenige wissen. Das heißt, bring your own key. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, von dem Schaubild her. Macht das mal ein bisschen größer. Wir haben jetzt hier, wer das von Ihnen vielleicht schon kennt. Ah, funktioniert gerade nicht. Oh, mein Stift aktiviert bekommen. Das hat ja der Techniker schon gesagt, dass es nicht funktioniert. Wenn Sie diesen Bereich sich hier anschauen, das ist eine Infrastruktur, die so in der On-Premise-Welt existiert. Das heißt, es gibt von der Firma Thales oder Thales gibt es ein Hardware-Security-Module und dort werden Ihre Master-Key und Ihre Passwörter gespeichert. Wenn Sie Daten verschlüsseln, auf dieses Hardware-Security-Module zu, HSM kurz genannt, und dann sind die Daten verschlüsselt in der Kommunikation. Das Ganze lässt sich aber eben auch in der Cloud verwirklichen. Das heißt, Microsoft selbst wendet das gleiche Prinzip an mit der Firma Thales und Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, also wenn Sie das Rights Management aktivieren, die eine Möglichkeit ist es, dass Sie das HSM von der Cloud verwenden, aber Sie Ihre eigene Verwaltung der Schlüssel vornehmen. Das heißt, Microsoft hat niemals Ihren Master Key, sondern nutzt einen Private Key, den Sie freigeben, den Sie auch monitoren können, wo Sie sehen, was für Aktivitäten stattfinden. Und mit diesem privaten Key machen Sie dann Ihre Infrastrukturthemen, die Sie dann in Ihrem Tenanten machen müssen, wie eben diese Updates, Konfiguration, Schichten von Sicherheitslösungen und solche Geschichten. Das ganz neue Modell, das heißt, ist auch schon etwas länger her, ist aber, dass Sie auch Ihr eigenes HSM haben können. Und zwar on-premise, in Ihrer Gewalt. Ja? Und dann ist das Master Keyboard bei Ihnen Ihrer eigenen Infrastruktur und nur die Private Keys werden ausgetauscht. Und auch da kann dann Microsoft wieder mit den Private Keys den Tenanten machen. Das bedeutet aber was ganz Einfaches. Wenn Microsoft in die Situation gerät und man Ihnen sagt, hey, rück doch mal deine Daten raus, dann kann Microsoft sagen, ja klar, kann ich machen. Drückt mal die Daten von den Kunden auf. Nur es nutzt nichts, weil sie können es nicht entschlüsseln. Ne? Also ein ganz wichtiges Thema, ein ganz spannendes Thema, was mich überrascht, dass es so wenige Menschen kennen. Das nächste ist ein super spannendes Thema. Und das ist bekannt unter dem Codenamen Fort Knox. Fort Knox ist ja da, wo früher die Goldreserven von der USA gelagert worden sind.
Und das ist ein spannendes Thema, was mit SharePoint und OneDrive. Auch SharePoint und OneDrive werden nutzen wir, um Dokumente auszutauschen, ja, und abzulegen in der Cloud. Doch wie kann man das machen? Wie wird das Ganze abgelegt auf den Speicherplätzen? Und dafür wird ein ganz spezielles System verwendet. Wir haben hier einen Keystore. Dieser Keystore beinhaltet die Schlüssel. Wir haben verschiedene Container. Das heißt, wenn Sie sich so ein Rechenzentrum anschauen und Sie sehen diese ganzen Container und die ganzen Hardware-Dinger, dann ist es nicht so, dass Ihre Daten auf einem einzigen Hardware liegen, sondern die liegen verteilt in dem Rechenzentrum irgendwo auf irgendwelcher Hardware. Also eine Identifikation eines speziellen Kunden seiner Daten ist gar nicht möglich. Das kann kein Mensch leisten. Jedes dieser Dokumente bekommt einen Schlüssel, einen eigenen Schlüssel. Wenn die Dokumente sehr groß sind, dann werden sie zerstückelt. Und jede dieser Teilstücke erhält ebenfalls einen eigenen Schlüssel. Und was passiert jetzt? Die Dokumente, das ist der nächste Schritt, und dann werden die Dokumente verteilt auf die verschiedenen Container. Und Sie sehen auch, ein Dokument kann auch in verschiedenen Containern gelagert werden. Wenn Sie jetzt denken, das wäre schon alles, nein, ist es nicht. Diese gesamten Schlüssel werden dann von den einzelnen Dokumenten nochmal kryptografiert und dann in einer Inhaltsdatenbank gespeichert. Also ich finde das Konzept wahnsinnig faszinierend. Vor allen Dingen finde ich wahnsinnig faszinierend, dass man am Ende die Dokumente wirklich wieder lesen kann. Weil das finde ich schon, ja, echt heftig. Aber eine ganz coole Sache, und das gilt für SharePoint und OneDrive, wie Daten abgelegt werden. Kommen wir zu dem fünften Punkt. Das ist das Rights Management. Der Rights Management Service hängt mit dem Active Directory zusammen. Das ist eine Rolle, die Sie auch in der On-Premise-Welt bei sich aktivieren können, die Sie aufbauen können. In Office 365 ist es so, dass Sie einfach einen Haken setzen und sagen, jawohl, jetzt möchte ich gerne Rights Management nutzen. Und mit diesem Rights Management hängen viele Sachen zusammen, die ich Ihnen im Einzelnen auch erkläre. Der erste Punkt ist, was von Anfang an war, dass die Kommunikation zwischen dem Kunden und seinem Plan, seinem Rechenzentrum immer TLS verschlüsselt ist. Also auf dem Security Layer Protokoll, was auch unter SSL 3 bekannt ist. Es ist aber nicht nur so, dass die Kommunikation von dem Tenanten, also von dem Kunden, der darauf zugriff, zum Rechenzentrum, sondern auch innerhalb des Rechenzentrums ist immer ein verschlüsselter Weg vorhanden. Also da wird nicht unverschlüsselt kommuniziert, auch nicht von einem Rechenzentrum zum anderen oder innerhalb eines Rechenzentrums. Sie haben jetzt die Möglichkeit, RMS als Kunde zu nutzen und zum Beispiel Ihre Daten zu verschlüsseln auf dem Transportweg. Wir schauen uns das Encryption nochmal in allen seinen Features gleich nochmal als separates Feature an. Also eine ganz spannende Geschichte, die wirklich nur ein Klick ist, ein Haken ist, den Sie setzen. Und danach können Sie eben diesen Dienst verwenden. Was macht dieser Dienst? Was können Sie mit diesem Dienst alles machen? Schauen wir uns die Encryption genauer an. Wir haben hier den Transport Layer Security, das TLS. Sie haben aber auch mit dem Rights Management Service die Möglichkeit, dem Dokument Rechte mitzugeben. Ja? Also Sie können zum einen sagen, dieses Dokument darf nicht nach externen Leuten rausgehen. Und dann weiß dieses Dokument, hey, ich darf nicht an externe Leute rausgehen. Oder Sie können im Dokument mitgeben, wenn du an externe Leute rausgehst, dann dürfen die das nur ansehen. Die dürfen das nicht weiterversenden, die dürfen das nicht drucken, die dürfen das nicht verändern. Dann geht dieses Rights Management mit dem Dokument mit. Sie können aber auch dann noch eine andere Sache verwenden, was wir uns gleich anschauen, nämlich DLP. Und dann wird das Ganze nochmal sehr spannend. Sie haben das S/MIME-Protokoll, das ist etwas ein offener Standard, den viele von Ihnen kennen und der auch schon lange existiert, den Sie auch in Office 365 verwenden können. Und Sie haben das Office 365 Message Encryption, dass Sie also selber Ihre Daten mit einem Klick, wenn Sie zum Beispiel mit Encryption aktiviert haben, haben Sie einen zusätzlichen Button in Ihrer Ribbon Bar für das Office und dann können Sie hingehen und können eben diese Daten mit einem Klick verschlüsseln. Bei Sicherheit. Sicherheitsfunktionen müssen einfach sein, sonst verwendet sie der Mitarbeiter nicht. Ein ganz wichtiger Punkt. Und was habe ich vorhin gesagt mit DLP, Data Loss Prevention? Sie können jetzt, was macht DLP? DLP identifiziert, überwacht und schützt die Dokumente.
Sie haben zum Beispiel eine Kommunikation mit Ihrem Steuerberater. Dorthin schicken Sie steuerlich relevante Informationen. Das System kann erkennen, ist das eine steuerlich relevante Person, zum Beispiel durch einen Namen. Oder Sie können auch ein Dokument, ein Fingerprint, also eine Struktur hinterlegen. Dann wird das analysiert, er erkennt das, hey, das sind Bilanzdaten, die dürfen nur verschlüsselt versendet werden und verschlüsselt das automatisch. Das heißt, hier muss der Mitarbeiter noch nicht mal nachdenken, das System macht es über die Regeln selbst. Und was dann natürlich dann ganz wichtig ist, diese sensiblen Daten, wenn die identifiziert werden, das wird natürlich auch nachverfolgt. Ja? Also solche Regeln, die aufgesetzt werden, können nachverfolgt werden und man weiß hinterher, wann was passiert ist. Kommen wir zu dem Punkt 8. Punkt 8 hängt auch mit dem Rights Management zusammen. Das ist eine Multifaktor-Authentifizierung. Das heißt, Sie gehen hin in Ihr Office 365, melden sich mit Ihrem Benutzernamen an und mit Ihrem Passwort. Und danach müssen Sie sich nochmal zusätzlich authentifizieren. Das kann eine App sein, die Sie auf Ihrem mobilen Telefon haben. Das kann ein Anruf sein, den das Rechenzentrum macht, um einen Code Ihnen zuzuschicken. Und dieser Code ist natürlich dann nur einmalig für diese Anmeldung. Oder eben eine Text, eine SMS, die Sie dann da verwenden können und dann eingeben können. Der nächste Faktor ist Mobile Device Management. Und das ist ein ganz heißes Thema. Man verbindet das auch mit eben Shadow IT. Das heißt, die Mitarbeiter bringen ihre eigenen Geräte mit und auf diesen eigenen Geräten speichern sie ja Daten. Das heißt, sie verbinden es mit ihrem E-Mail-Konto, holen sich die E-Mails runter und wenn der Mitarbeiter ein privates Device hat und das Unternehmen verlässt, dann sind die Daten weg. Dann nehmen die Daten mit. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie können nämlich hier zum einen sagen, ein mobiles Gerät, und zwar unterschieden nach Windows Phone, iPhone, Android. Wenn es sich bei mir authentifiziert und bei mir, mit mir sich verbinden will, dann muss es ein Mindeststandard-Passwort haben. Ich kann auch entscheiden, welche Daten runtergeladen werden dürfen. Und ich kann hinterher dann auch eine selektive Löschung vornehmen. Verbunden mit Microsoft Intune kann ich auch sagen, hey, es gibt spezielle Apps, die wir in unserem Unternehmen verwenden. Und wenn ihr E-Mail lesen wollt, dann müsst ihr halt die Outlook-App nehmen und nicht eben das, was nativ angeboten wird in ihrem Gerät. Also eine ganz spannende Geschichte, die da auch zusammenkommt. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, das ist nämlich das E-Discovery. Und es nutzt nichts, wenn Sie all diese Sicherheitsgeschichten haben und all diese Sicherheit aufgesetzt haben, wenn Sie das nicht auch auditieren, wenn Sie sich das auch nicht anschauen können. Und mit dem Data Loss Prevention haben Sie ja eben die Möglichkeit, mit E-Discovery haben Sie die Möglichkeit, eine Regel aufzusetzen und das habe ich hier gemacht. Ich habe eine DLP-Regel, die hieß Kreditkarten und ich wollte jetzt mal wissen, hey, wie oft ist diese Kreditkartenregel missbraucht, also nicht missbraucht worden, sondern angewendet worden, weil ich habe da spezielle Funktionen drin, dass wenn eine Kreditkartennummer rausgeht, die darf rausgehen. Der Mitarbeiter muss das nur begründen. Dann kann ich im Prinzip hier alles sehen. Ich kann sehen, was losgeschickt worden ist und da von Exchange, SharePoint und kommt auch Gemma mit hinzu in Zukunft. Kann sehen, wer der Empfänger war, wer der Absender war und was da genau passiert ist. So, und damit sind wir auch am Ende von dieser Präsentation. Ich hoffe, Sie haben mitgenommen, dass Sicherheit etwas ist, was man aktiv betreibt, ja? Was nicht allein dadurch aufgebröselt wird, weil man eine On-Premise-Infrastruktur hat, sondern Sie müssen genauso im On-Premise-Bereich darauf achten, Sicherheitsmerkmale einzuführen und Office 365 bietet Ihnen viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Infrastruktur sicherer gestalten können. Vielen Dank und wer mich noch Sachen fragen möchte, kann das hier vorne an dem Stand tun. We'll be right back.
Musik.